Die Rubrik Beruf und Erfolg wird Ihnen präsentiert von Provadis. Viele Schüler stehen derzeit vor einer der schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens. Ausbildung oder Schule? Und wenn Ausbildung, welcher Beruf? Als einer der größten Bildungsdienstleister mit 1400 Auszubildenden in über 20 Berufen hilft die Provadis auf die Sprünge. Mehrfach im Jahr werden Erlebnistage zum Thema Ausbildung angeboten. Circa 30 Schüler informieren sich dann live vor Ort über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten im Industriepark Höchst. Ich habe mir auf der Provadis Internetseite den Newsletter abonniert und somit habe ich dann von dem Erlebnistag erfahren. Und da kann ich auch sehen, ob der kaufmännische Bereich für mich wirklich was ist. Ich würde mir wünschen, möglichst viele Bewerbungstipps zu bekommen, wie man Bewerbung schreibt. Ja, ich wollte mich informieren, welche Möglichkeiten Provadis so bietet und naja, vielleicht springt ja auch ein Ausbildungsplatz dabei heraus. Zu Beginn jeder Veranstaltung gibt es allgemeine Informationen zur Provadis. So ist sie mit rund 400 angebotenen Ausbildungsplätzen pro Jahr der größte Ausbilder im Rhein-Main-Gebiet. In dem folgenden Rundgang, der im Technikbereich der Provadis beginnt, haben die Schüler nun die Gelegenheit, mit den Auszubildenden direkt zu sprechen. Diese berichten, wie es ihnen in der Berufsfindungs- und Bewerbungsphase so ergangen ist und warum es gerade diese Ausbildung sein sollte. Weil ich von Natur aus ein Mensch bin, der viel gerne mit der Hände arbeitet und handwerklich begabt ist. Bei Provadis erhalten die Auszubildenden neben der Berufsschule einen überbetrieblichen Unterricht, der sie ganz speziell auf das Arbeiten in den Betrieben vorbereitet. Zusätzlich werden die Auszubildenden auch nicht nur in einem Bereich eingesetzt. Das sind dort ständige Wechsel, sodass die Auszubildenden nach Möglichkeit viele Betriebe kennenlernen und auch die Möglichkeit haben, dort eine weit gefächerte Ausbildung zu erfahren. Und die Aufenthalte dauern etwa 3 Monate pro Betrieb. Weiter geht es im Bereich der Produktionstechnik. Hier ist aus Sicherheitsgründen absolute Brillenpflicht. 3 Berufe werden in diesem Bereich ausgebildet. Der Chemikant, der Pharmakant und die Produktionsfachkraft Chemie. Vor allem letztgenannter Beruf ist gerade für Hauptschüler eine gute Ausbildungsmöglichkeit, sofern das Grundwissen natürlich vorhanden ist. Die Basis ist schon die Chemie, die er lernen muss. Er muss die chemischen Prozesse in so einer Anlage verstehen. Er geht mit Chemikalien um. Das heißt, er muss schon ein Stück Chemie lernen, gerade im Hinblick auf Arbeitssicherheit und Umweltschutz. Auch der Umgang mit Computern wird ausgebildet. Gerade im Bereich der Produktionstechnik, in dem die Anlagen über die Messwarte gesteuert wird, ist das unabdingbar. Im nächsten Bereich der Labortechnik fühlen sich dann die Naturwissenschaftler zu Hause. Wer schon immer Chemielaborant oder Biologielaborant werden wollte, ist hier richtig. Wie in allen anderen Bereichen startet auch diese Ausbildung in den Räumen von Provadis. Hier erhalten alle Auszubildenden ihr fundiertes Grundwissen, bevor es nach einigen Monaten dann in die Betriebe geht. Bei Provadis lernt man diese Grundfertigkeiten, dass man auch im Betrieb später gut arbeiten kann, dass man nicht irgendwo dann hinten hingestellt wird zum Spülen oder so. Man lernt halt schon in den ersten Monaten ziemlich viel hier, Grundfertigkeiten hauptsächlich. Man soll in Mathematik ganz gut sein, in Chemie und Physik und Bio, je nachdem, welche Richtung man einschlagen möchte. Und aber auch so die klassischen Fächer wie Deutsch und Englisch ist auch gefragt mittlerweile im naturwissenschaftlichen Bereich. Und für wen das alles nichts gewesen ist, gibt es ja auch noch den kaufmännischen Bereich, der die verschiedensten Berufe zu bieten hat. Schwerpunkte in der Ausbildung sind natürlich, wir sind industriell gewachsen, der Beruf der Industriekaufleute, die Kaufleute für Bürokommunikation, die wir ausbilden für Sachbearbeitungstätigkeiten und auch für Funktionen, zum Beispiel in der Assistenz, früher hat man das mal Sekretariat genannt. Wir haben noch eine ganze Reihe anderer spezieller Ausbildungsberufe, zum Beispiel auch die Fremdsprachenkorrespondentinnen. Zuletzt geht es noch in den Bereich der Informatik. Wer schon immer mit Computern arbeiten wollte, hat selbstverständlich auch im Industriepark Höchst die Möglichkeit dazu. Im ersten Ausbildungsjahr liegt der Schwerpunkt auf der theoretischen Ausbildung. Wir machen dort bei Provadis sehr viele Seminare, zum Beispiel Netzwerkseminare, Programmierseminare. Die Auszubildenden sind auch einige Wochen im Betrieb, allerdings wird das erst im zweiten oder im dritten Jahr dann mehr werden. Am Ende des Rundgangs gibt es noch Informationsmaterial, bevor sich die Schüler mit den Eindrücken des Tages und vielleicht auch neuen Zukunftsplänen auf den Heimweg machen. Mir hat sehr gut gefallen, man konnte sehr gut in die ganzen Bereiche erste Einblicke bekommen. Und auch die Interviews von den Auszubildenden waren sehr interessant. Ist ja auch schon eine Mappe mit drin, also so ein Bewerbungsschreiben. Werde ich auf jeden Fall versuchen. Okay. In den Laborberufen auf jeden Fall. Ja, ich werde eine Bewerbung hinschicken und ich hoffe, dass es dann klappt.
Die nächsten Infotage bei Provades sind in Planung. Nähere Informationen hierzu und zu den offenen Ausbildungsplätzen für den 1. September finden Sie im Internet unter www.provades.de. Bei Fragen und Anmeldungen steht Ihnen ab sofort die Provades-Infoline unter Telefonnummer 069 305 3549 gerne zur Verfügung. Die Rubrik Beruf und Erfolg wurde Ihnen präsentiert von Provades.